Ich sage nur Albert Speer, Klaus Mann, Andreas Baader, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, deutsche Figuren, Figuren der deutschen Geschichte, die jeder für sich eine unendlich komplizierte Geschichte dieser Gesellschaft und der Politik verkörpert. Dann Bösewichter, auch russische, Psychopathen, vermutlich heute Abend auf der Leinwand, sensible Künstler, unter anderem in Das Leben der anderen. Das sind Rollen, Rollen, die ein Schauspieler gespielt hat, der, denke ich, handverlesen seine Rollen aussucht, in psychologischen Dramen, gerne auch in Thrillern, und der in dieser genauen, vielschichtigen, facettenreichen Gestaltung dieser Figuren nicht nur national, sondern auch international Furore gemacht hat. Sebastian Koch also, den wir heute diesen Abend widmen, den wir gemeinsam mit ihm verbringen. Er hat sich für den heutigen Abend einen Film gewünscht, der zumindest mir überhaupt nicht bekannt war, Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Der heißt Der Mörder meiner Mutter aus dem Jahre 1999, eine Sat.1 Produktion, ein Fernsehfilm, etwas, was wir hier selten zeigen. Aber es gibt garantiert gute Gründe, warum wir diesen Film heute Abend sehen. Und Sebastian Koch wird sie Ihnen gerne erläutern. Und zwar im Gespräch mit Kirsten Wiese. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder einmal hier sind, um ein Gespräch zu führen. Kirsten Wiese ist Autorin beim Deutschlandfunk und beim WDR. Ihre Spezialgebiete sind Film, aber nicht nur Film, sondern eben auch Musik. Und es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Danke an Sie. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, das eine doch schon lange Karriere und sehr erfolgreiche Karriere, die bis jetzt geht, und gerade hat Sebastian Koch zwei Filme im Kino, dass eine solche Karriere hier Gegenstand eines Gesprächs ist, aber nicht nur die Karriere, sondern natürlich auch die Filme, die Rollen, die Arbeit, die dahinter steckt. Denn hier im Filmmuseum, Sie wissen es alle, möchten wir ja mit Filmschaffenden darüber reden, wie sie arbeiten, die Hintergründe besser verstehen, wie große Kunst oder auch populäre Unterhaltung zustande kommt, wer alles mitgemacht hat, wer einen beeinflusst hat, wie sozusagen aus der Werkstatt heraus auch Erkenntnisse entstehen können, die uns helfen, Filme besser zu verstehen oder besser gutieren zu können. Insofern danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf diesen Abend und vor allen Dingen danke ich Ihnen außerordentlich, dass Sie heute hier sind. Sebastian Koch, bitte kommen Sie nach vorne. Vorwegnehmen, dass dieser Anzug, ich habe den nicht jeden Tag an, das ist ein Zufall. Ich wusste nicht, dass dieses Bild hier hängt. Also bitte das mir zu glauben. Ist gerade aufgenommen worden. Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich heute hier erschienen sind. Und ich freue mich riesig, dass Sebastian Koch es möglich gemacht hat, diesen Abend hier zu ermöglichen. Und ich jetzt die Gelegenheit und das Vergnügen habe, eine halbe Stunde etwa mit ihm über seine schauspielerische Arbeit zu sprechen. Herr Koch, Sie sind gestern in Darmstadt gewesen. Da haben Sie früher mal am Theater gearbeitet. Und fangen wir doch damit mal an. Was für Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit? Was für Erinnerungen kamen da hoch in Ihnen, als Sie da gestern waren? Naja, da fing alles an in Darmstadt. Und in jedem Anfang liegt ein Zauber. Das ist so, weil es alles das erste Mal ist. Das erste Mal auf einer Bühne zu stehen, mit einer kleinen Rolle, dann mit einer größeren. Das war, und die Hessen, ich mag die Hessen einfach gar nicht, ich mag den Humor.
den Odenwald und habe da, obwohl die Stadt nicht eine der schönsten ist, glaube ich, eine unglaublich schöne Zeit erlebt und sehr intensive Freundschaften geschlossen. Und künstlerisch muss ich sagen, es ist einfach wunderbar, dass man, ich hatte zum Teil 26 Vorstellungen im Monat. Das heißt, ich habe eigentlich durchgearbeitet und als Anfänger, ich war sehr theateraffin und begeistert, war das ein Traum, dass ich rauf und runter spielen konnte und mich ausprobieren konnte. Und von Peer Gynt über Molière, Eingebildeter Kranke, Léonce, Lena, Weihnachtsmärchen, alles gemacht habe. Und das war einfach eine sehr gute Schule. Ihre ersten Auftritte vor der Kamera hatten Sie überwiegend in Fernsehproduktionen. Wenn ich richtig recherchiert habe, war das erste ein Tatort-Krimi unter dem Titel Die Macht des Schicksals 1986. Es folgten dann sehr viele weitere TV-Dramen, Krimis, unter anderem auch eine Derrick-Serie war dabei, durchsetzt mit einigen. Die Mikros sind ein bisschen doof, ja. Ja, ich versuche es jetzt mit diesem hier. Besser. Ist es besser? Ja. Ja, also ich fange dann am besten nochmal an. ja, gut, okay. Ja. Haben wir nicht noch ein anderes Mikrofon? Da gab es noch zwei. Das ist irgendwie, funktioniert nicht richtig. Wunderbar. Dankeschön. Wir sind gerüstet. Ja, gut, okay. Hallo? Also Sebastian Koch stand sehr viel fürs Fernsehen vor der Kamera in den 1990er Jahren bis in die 2000er, Anfange der 2000er Jahre hinein überwiegend hin. Und da gab es auch eine Kinoproduktion, wie zum Beispiel 1995 Flirt mit von Hal Hartley. Und ich würde gerne aus dieser frühen Zeit drei Produktionen tatsächlich herausgreifen, die auch Frau Dillmann schon angesprochen hat, die mir zum einen als besonders anspruchsvolle Fernsehfilme erscheinen und die auch kontinuierlich mit einem und dem gleichen Regisseur entstanden sind, nämlich mit Heinrich Brehlöhr. Mit ihm haben Sie 1997 den Film Todesspiel gemacht. Da waren Sie der RAF-Terrorist Andreas Bader. 2002 kam dann der Dreiteiler Die Manns, ein Jahrhundertroman. Eine große Doku-Fiction über die Familie der Manns, um Thomas Mann natürlich herum, gespielt von Armin Müller-Stahl. Und dann kam 2005 eben Speer und Er, ein Dreiteiler über den Hitler-Star-Architekten Albert Speer. Herr Koch, was hat Sie an diesen realen, historischen, so unterschiedlichen Figuren gereizt und wie haben Sie sich auf sie vorbereitet? Ich möchte noch mal ein bisschen anders anfangen, weiter vorne. Vor Darmstadt hatte ich das große Glück von der Schauspielschule, weg engagiert zu werden für eine Sechsteiler-Serie, gab es damals noch nicht, von Reinhard Schwabinitzky. Und dann habe ich mit ihm einen Tatort gemacht und bin dann ans Theater gegangen für 10 Jahre. War ein absoluter Theaterfreund, also Theater war für mich das Wichtigste. Und ich mochte diese Familie, dieses kontinuierlich miteinander arbeiten, das war mir ganz wichtig. Und habe Film eigentlich nur zur Aufbesserung meiner Gage gemacht. Und kann man das ein bisschen lauter stellen, das Mikrofon, dann kann ich es nämlich weiter weghalten. Ja? Und habe das, wie gesagt, zur Auffrischung meiner Gage gemacht und war ein sehr ein Theatermensch. Und habe dann, also Hecht und Haie und so diese Wolfsrevier und lauter so Gastrollen gemacht in so Serien, um eben das Theater zu finanzieren eigentlich, weil die Gagen sehr mickrig waren. Das hat sich dann, dieses Familientheater, was Zadek Stein und was diese großen Theatermenschen, das hat sich irgendwann verloren. Und Theater war vor allem nach der Wende, nachdem die Mauer fiel, ein absoluter Konkurrenzkampf in Berlin und war nicht mehr das, was ich mir wünschte. Und habe dann diese intensive Arbeit, die ich gerne habe, einfach im Film gesucht. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich relativ früh dem Heinrich Brehlöhr begegnet bin. Wir mochten uns sehr. Todesspiel finde ich einer seiner besten Filme. Es ist ein ganz kluger Film. Und er hat diese große Begabung, im Interview mit diesen Menschen alles aus ihnen rauszuholen. Also eine ganz große Sensibilität in den Interviews und diese Verwebung zwischen Fiction, also zwischen Spielfilm und Dokumentation, da ist er ein Meister drin. Und Todesspiel fand ich, wie gesagt, wirklich dramaturgisch das
einen ganz, ganz wichtigen Film. Und so einem Mann zu begegnen, das ist ähnlich wie im Theater. Ich habe das große Glück gehabt, meine erste Hauptrolle mit der Hannelore Hoger zu erarbeiten, die eine wunderbare Schauspielerin ist. Und die Anfänge sind es, wenn man da das findet, was man selber sucht und gespiegelt bekommt und gefördert wird, ist das ein großes Glück. Und ähnlich ging es dann beim Film, dass die Begegnung mit Heinrich Brilleur, auch wieder eine kontinuierliche Zusammenarbeit, die ich einfach schätze, weil ich ich bin Familienmensch und möchte mich weiterentwickeln. Und wir haben ja wahnsinnig viel gemacht zusammen. Also es waren ja alles Dreiteile und Zweiteile. Und wenn man das alles addiert, ist das ein Riesenmaterial. Und wie gesagt, diese Intensität, die Ernsthaftigkeit, mit der er zu Werke ging und dieses politische Interesse auch, das hat mir gefallen und das fand ich wichtig und da konnte ich mich rein versetzen. Ich meine, der Bader hatte 5 Drehtage oder 6 oder 8, ich weiß es nicht mehr. Also eine relativ kleine Rolle, aber eine sehr wichtige Rolle. Und ich erinnere mich, nachdem der Film dann rauskam, und es war einer der ersten historischen Zweiteiler, die sich so intensiv mit Politik, mit einer politischen Phase befasst haben. Kein Mensch hat sich das zu produzieren getraut damals. Das war ein Anfang und dann hat man den Erfolg gesehen. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Millionen Zuschauer, was sensationell damals war. Dann hatten die Produzenten Mut bekommen und dann konnten wir das öfter machen und überhaupt wurde das en vogue mit der Zeit. Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, jetzt wie im Einzelnen Sie sich auf solche Rollen vorbereiten. Ist da eigentlich auch ein Unterschied zwischen einer historischen, realen Figur, die man spielt, und einer rein fiktionalen, erfundenen Figur? Oder nimmt sich das eigentlich nichts? Die Verantwortung ist zum Teil größer, weil die Menschen kennen diese Figur, haben eine Vorstellung, ein Bild von ihr. Das heißt, ich muss in der Recherche sehr genau sein, muss mich bemühen, da keine Fehler zu machen und habe dann aber einen Spielraum, wo ich selber gestalten kann. Klaus Mann zum Beispiel war, glaube ich, wesentlich selbstbewusster und vielleicht ein bisschen härter und arroganter, als ich ihn gespielt habe. Was mich interessiert hat an der Figur, ist diese Riesensehnsucht nach diesem Vater, die unerreichte Sehnsucht nach diesem Vater. Und das habe ich, glaube ich, in den Mittelpunkt dieser Arbeit gestellt. Und das ist meine Freiheit dann. Und ja, ich möchte schon dann das verbinden mit mir nach so einer Recherche und gucken, wo ist denn mein Interesse dran und das dann zusammen mit dem Regisseur zu erarbeiten. Und ja, ansonsten ist es von... ob die Figuren jetzt existieren oder nicht, die Arbeit, meine Arbeit, mich da einzudenken und das Wesen eigentlich von so einem Charakter zu erforschen, ist die gleiche Arbeit, eine ähnliche Arbeit. Weil ich denke nach wie vor, dass eine innere Haltung, wenn man die genau kennt und erarbeitet, eine äußere bedingt. Also ich bin kein Schauspieler, der vor dem Spiegel steht und so probiert und Haltung probiert und guckt, wie es aussieht und wirkt und so. Und als ich den Richard Oetker gespielt habe, kamen Freunde nach der Premiere und sagten, du hast dich genau bewegt wie der Richard mit 24. Also ist verblüffend. Und das fand ich spannend, weil durch diese genaue Recherche, ich habe ihn auch getroffen ein paar Mal, ist das einfach entstanden? Ist das gekommen? Aus dem Inneren, eine innere Haltung bedingt eine äußere, das ist so. Und das fand ich enorm wichtig und habe das auch bis heute beibehalten. Und das ist ein Großteil meiner Arbeit, also das Wesentliche begreifen, also im Sinne von begreifen. Ich finde es immer wieder interessant zu sehen, wie unterschiedlich Filmemacher ja auch arbeiten. Es gibt welche, die wirklich minutiös das Drehbuch ausarbeiten, ganz genau jede Szene, jeden Dialog. Es gibt andere, gerade auch in der jüngeren Generation zunehmend, fällt mir auf, die gerne improvisatorisch auch arbeiten. Das heißt, den Schauspielern dann da auch sehr viel Raum geben, sich persönlich einzubringen. Welche Arbeitsweise liegt Ihnen denn näher oder ist auch das abhängig von anderen Faktoren, Mitspielern, Stoffen, Themen, Figuren? Also wir Schauspieler, wir haben eine große Chance oder Möglichkeit, das ist das Nein-Sagen. Das ist ein sehr abhängiger Beruf von Regie, von Produktion, von unendlich vielen Sachen.
die große Macht und Kraft liegt im Vorfeld, Bedingungen zu erschaffen, die ich brauche. Und da bin ich sehr genau und habe früher schon dann abgesagt. Also beim Speer zum Beispiel war es so, ich wollte noch eine Maskenprobe haben. Und die haben den Flug nicht bezahlt. 400 Mark oder Euro, ich weiß nicht. Bei so einer Riesenproduktion. Und ich sage, wenn die Maske nicht stimmt, brauchen wir diesen Film nicht machen, kann ich spielen, was ich will. Ja, das können wir nicht, geht nicht. Und dann habe ich nach dieser Riesenvorbereitung gesagt, dann sucht euch einen anderen. Und das sind Kleinigkeiten, aber die für mich bedeutend sind, sie haben es dann gemacht, haben es dann auch bezahlt. Aber das ist für mich eine große Chance, dass man Bedingungen sich holt, die man braucht einfach. Also die ich glaube, dass ich sie brauche. Und dadurch habe ich eine Kraft vorher, auch jetzt bei dem Film Nebel im August, das war sehr nationalsozialistisch geschrieben. Also die Figur war sehr großer Nazi und sehr leidenschaftlich nationalsozialistisch. Und ich wollte das unbedingt auf eine wissenschaftliche Ebene bringen, dass man das weg vom Nazitum, weil es ist so einfach zu sagen, es waren die Nazis, das hat mit uns nichts zu tun. Und habe das auch zweimal abgesagt, bis man das Buch dahin hatte, wo es halt war. Das heißt, ich mische mich ein und das ist manchen nicht so angenehm. Und ist aber so. Und das ist ein Teil von mir und ich fühle mich verantwortlich für den ganzen Film und das mögen manche und manche nicht. Aber ich werde immer noch angefragt. Wir wollen natürlich. Wir wollen natürlich unbedingt sprechen über einen Film, der nicht nur groß Filmgeschichte geschrieben hat, einen Oscar eingeheimst hat, sondern natürlich auch für Ihre Karriere sehr bedeutsam war, nämlich der Film Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck. Ganz kurz nur zur Erinnerung, Sebastian Koch spielt in dem Film Georg Dreimann, einen Theaterschriftsteller, einen Intellektuellen, der observiert wird von Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler, gespielt von Ulrich Mühe, der zunächst seine Wohnung verwanzt, ihn abhört, observiert, bis dieser Mann schließlich aus menschlichen Erwägungen die Seiten wechselt und anfängt, Herrn Dreimann zu beschützen, was dieser dann erst nach der Wende eigentlich bei der Einsicht in die Stasi-Akten erfährt. Mich würde interessieren, Herr Koch, über den kommerziellen Erfolg dieses Films hinaus und über die filmhistorische Bedeutung und darüber, dass das natürlich ein wichtiger Film ist, weil der auch den Unrechtsstaat der DDR aufgearbeitet hat. Welche Bedeutung diese Rolle für Sie innerhalb und neben Ihren anderen Filmen hat und ob Sie eigentlich, als Sie das Drehbuch das erste Mal gelesen haben, schon haben absehen können, dass dieser Film ein so großer Erfolg werden würde. Ich fange mit Ihrer letzten Frage an. Das war zu spüren, dass das ein besonderer Film wird. Also das war beim Lesen des Buches, war ein sehr starkes Buch, wo man eben nicht viel Texte geändert hat, höchstens ein paar rausgestrichen hatte, wo man sagt, man kann das spielen. Sehr klug geschrieben und ein Anfängerregisseur, der noch nie einen Film gemacht hat. Und ich habe mich mit dem Florian Henkel Donnersmarck angefreundet, schon länger davor. Er hat mich zu den Stauffenbergs gebracht, die sind befreundet, die Familien, oder kennen sich. Und das war eine ganz wichtige Begegnung mit der Nina von Stauffenberg, die nicht mehr lebt jetzt, aber damals mich empfangen hat. Und allein da zu sein, in diesem Haus, wo dieser Stauffenberg, diese Legende in jedem Möbel, in der Luft ist einfach, die Art, wie sie miteinander umgegangen sind, diese Familie, war für mich ein Schlüssel für diese Rolle damals. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass er mich da mitgenommen hat. Man hat gespürt, dass es ein großer Stoff ist, dass es einen Nerv trifft. Und die Frage war, wie macht er das als Regisseur? Da hatte man keine Erfahrung, auch noch nichts gesehen. Und ich habe ihm sehr vertraut, weil ich ihn mochte. Und das ist ein sehr genauer Arbeiter, ein Mensch, der im Detail, das Große im Detail sieht und umgekehrt.
Das heißt, es braucht natürlich Zeit und viele verstehen das dann nicht, warum muss das jetzt nochmal gemacht werden, aber es trifft halt nicht genau den Ton, den er haben will. Und ich war sehr beruhigt schon, also nach 2 Drehtagen, dass ich sah, dass er eine Vorstellung hat und eine Kraft, das umzusetzen. Also eine fast penetrante Geduld, ja. was selten ist, und eine große Liebe zu seinen Schauspielern, eine unendliche Liebe zu seinen Schauspielern, weil er zu Recht sagt, eine ganze Produktion arbeitet eigentlich auf diesen Moment hin, wo der Schauspieler vor der Kamera steht, die Kamera läuft und der Schauspieler diese Sätze sagt und in diese Situation geht. Und ich muss als Regisseur alles tun, um diesen Moment wichtig zu machen. Und das fand ich eine ganz tolle Einstellung. Er liebt seine Schauspieler und da war mir relativ schnell klar, das wird eine schöne Arbeit, eine intensive Arbeit. Und das Ergebnis dann hat mich sehr beeindruckt. Das ist der erste Film, den ich gesehen habe, wo ich vollkommen vergessen habe, dass ich mitspiele. Und ja, das ist echt komisch, weil ich saß drin und habe den Film halt gesehen und fand den ganz toll. Und dieser Film hat für mich der Oscar-Moment war unvergesslich und wahnsinnig. Der Foreign Language Sparte, die wurde 60, hatte 60. Geburtstag. Die haben einen Zusammenschnitt gemacht von allen großen europäischen Oscar-Gewinnern, Fellini, Schlöndorff, Truffaut, Bergmann, alle Filme, mit denen ich groß geworden bin, warum ich Filme liebe. Und dann liest Kate Blanchett The Oscar Goes to Germany. Und dann ist man wie in Watte gepackt und kann das gar nicht fassen. Und das war ein großer Moment für mich. Und er hatte zur Folge, dass sich der ganze englischsprachige Markt geöffnet hat. Und ich bin nach wie vor sehr genau mit der Auswahl meiner Drehbücher und hatte plötzlich einfach ein größeres Spektrum. Das heißt, ich bin diesem Film in jeder Hinsicht unendlich dankbar. Wie war das eigentlich, war das von Anfang an klar und war das auch Ihre Wunschoption, den Georg Dreimann zu spielen, oder hätten Sie sich auch vorstellen können, den Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler zu spielen? Das ist ja auch eine sehr abgründige Figur, hätte auch sehr gut so in Ihr Rollenspektrum gepasst eigentlich. Mich hat der Dreimann, dadurch, dass ich mit Florian befreundet bin und wir im Vorfeld viel gesprochen haben und gearbeitet haben zusammen, mich hat der Dreimann erstmal, also so wie er da stand, nicht so sehr interessiert. Das war ein Mensch, der irgendwie alles konnte, Klavier spielen, intelligent daherreden, tolle Frau, Fußball spielen mit seinen Kindern, also alles ging. Und das ist gefährlich, das ist plötzlich so eine Projektionsfläche, die ganz schnell langweilig werden kann. Und ich habe gesagt, wir müssen etwas finden in dieser Figur. Und es war, was rauskam, war diese tiefe Trauer und Einsamkeit, obwohl er das alles hatte. Und das haben wir vorher im Vorfeld erarbeitet zusammen und uns überlegt. Und das war für mich der Schlüssel für diese Figur. Und dadurch wurde sie auch spannend und geheimnisvoll und eben nicht gleich zu durchdringen. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, an den Film Die Wolken von Sils Maria von Olivier Assayas. Da spielt Juliette Binoche eine Schauspielerin, die auch mit einer Rolle fertig werden muss, die sie eigentlich nicht so mag. Und sie studiert die dann ein mit ihrer Agentin immer im Dialog und diskutiert dann die Rolle. Und im Laufe des Films entsteht über verschiedene Lesarten dann eine ganz neue Figur, die sie am Anfang gar nicht gesehen hat. Also das ist dann manchmal möglich, über so ein Rollenstudium eine Figur ganz anders zu sehen. Ich mag es gern, mit Menschen zu arbeiten, die neue Wege suchen. Die nicht in Kopie, es gibt ja so Menschen, die sagen, it looks like, you know, das ist ein Look, wir machen den Look von. Und das ist so, ja, lass uns einen eigenen Look finden. Ich bin immer bereit, ein Risiko einzugehen und auch zu verlieren, auch zu failen, also einfach, dass es nicht klappt. Neue Wege sind immer, haben das Risiko auch in die Irre zu führen. Aber alles andere, nochmal was zu machen, was schon da war oder ähnlich zu machen, ist einfach nicht spannend. Und ich glaube, man spürt eine Geschichte an, es gibt diese Geschichten schon zuhauf, in ähnlicher Form. Aber wie eine Geschichte erzählt wird, mit was für einer eigenen Sprache und Dynamik, das finde ich bedeutend.
Und da jemand zu finden, der mit seinen Schauspielern, Spielberg ist auch so ein Mann, der eben nicht das Licht aufbaut vorher, sondern erstmal die Schauspieler bittet und sagt, macht mal. Und das ist toll. Steven Spielberg ist einer der Regisseure, die dann sozusagen auf sie zukamen, als die Tür aufging, als mit diesem Film Das Leben der anderen, Sie haben es gesagt, sich auf einmal der internationale Markt für sie geöffnet hat. Ja, nicht nur aus dem angloamerikanischen Raum, sondern sie haben ja fortan in ganz, ganz unterschiedlichen Produktionen mitgewirkt. In einem tschechischen Thriller unter dem Titel In the Shadow, im gleichen Jahr 2012 in dem Film Gefährliche Begierde, ein Erotik-Thriller unter einem britischen Regisseur Mike Figgis. Dann kam ein Film dazu, der Ihnen, glaube ich, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Über den können Sie gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Gott liebt Kaviar, eine griechisch-ungarisch-französisch-russische Koproduktion an der Seite von Catherine Deneuve als Zarin Katharina. Es kam ein Action-Kracher wie Stirb langsam an der Seite von Bruce Willis. Und wenn wir aus den jüngeren Jahren noch einen Film dazu nehmen wollen, The Danish Girl von Tom Hooper, suchen Sie sich ein paar Figuren heraus, die Ihnen selber ganz bedeutsam waren. Ich glaube, es war schon der Seeräuber in Gott liebt Kaviar, oder? Der eine Figur, also es gibt mehrere Figuren, die ich... Ich habe die... Je komplizierter der Weg zu einer Figur ist, je weiter ich weg bin von ihr... desto spannender ist das, auch hier zu sehen nachher. Das ist eine große Reise dahin. Seewolf, das ist kein besonders großer Film, das ist ein gut gemachter Film, das ist ein Fernsehzweiteiler, mein erster großer Film auf Englisch. Und das war, ich meine, Seewolf zu spielen, ein Mann, der mit Händen Menschen tötet und ein Tier ist, ein Viech. Und dass ich... Und das war erstmal, ja, aber diese Reise zu machen und dann auf diesem Schiff irgendwann in Halifax im Nordatlantik zu stehen und dieser Crew Befehle zu geben und zu gucken, ob das klappt. Weil es ist ja, die müssen natürlich machen, was ich sage, weil es im Drehbuch steht. Ja. Aber das muss ja ein bisschen mehr sein. Ja, das muss schon da sein, das muss energetisch da sein. Und das fand ich ganz toll. Also ich konnte... was weiß ich da, ich weiß nicht mehr die Anzahl, glaube ich so 80 Liegestützen, einfach weil ich gewinnen musste. Ich durfte mich nicht übergeben bei hohem Seegang. Das macht ein Seewolf nicht. Ja, das sind alles Dinge, die einfach dazugehören. Und das ist toll, in so eine Rolle reinzuwachsen. Es gibt eine Geschichte, ich musste die Wand noch hochklettern und das ist ein Schooner, der ist so 30, 40 Meter lang. Der Mast ist vielleicht 12 Meter hoch und renne da diesen Mast hoch und lehne mich dann in den Wind und muss glücklich aufs Meer gucken und mache das mit einer Begeisterung und alles super. Und dann sagen die, und Cut! Und dann gucke ich runter und sehe, wo ich bin und ich kam kaum herunter, weil ich das einfach so, das, wenn das Schiff sich unten so ein bisschen bewegt, ist das ja dann 12 Meter höher, ist das ja dann so, ja, das ist eine Riesenbewegung. Und in der Rolle ist das nicht, das ist halt die Rolle, der kann das. Und ich nicht so gut halt, ja. Und da solche Reisen zu machen, ist für mich das macht Spaß. Albert Speer, ein anstrengender Mensch. Das waren Dreiteiler und das war vielleicht die einzige Figur, die mich auch wirklich nachträglich noch sehr mitgenommen hat, der ein Brustpanzer hier hat von der Haltung apropos, der anstrengend war über so lange Zeit, der Realitäten völlig verschoben hat, fast eine schizophrene Haltung also ein schizophrener Charakter war. Das ist spannend, das zu erforschen. Zu gucken, wo kommt deren Wahrheit her, wo sitzt die Wahrheit, wie verrückt ist die Wahrheit. Die Deutschen haben ein wunderbares Wort, verrückt sein, der ist verrückt. Und wenn man das Wort genauer untersucht, ist es ein Verrücken von POV, von Ansichten, von Sichtweisen. Und auch bei dieser Figur heute Abend, das ist ein Verrückter. Und der hat eine eigene Welt, die unglaublich... minutiös aufgebaut ist und eine eigene Logik hat und von außen natürlich verrückt wirkt und aber in sich vollkommen klar.
Ja, und das ist eine für mich als Schauspieler die größte Herausforderung, diese Logik von diesen verrückten Wahrnehmungsmenschen zu erarbeiten. Kommen wir doch nochmal speziell zu Ihren internationalen Produktionen, die Sie gemacht haben. Was macht das für einen deutschen Schauspieler so attraktiv, in möglicherweise auch einer Fremdsprache, sei es Englisch, Französisch, Sie haben auch mal ein paar Brocken Russisch gesprochen, sich in internationale Produktionen einzubringen, mit internationalen Regisseuren zu arbeiten? Was hat das Kino zu bieten, was das deutsche Kino nicht zu bieten hat? Das würde ich gar nicht jetzt trennen mit Deutsch oder nicht Deutsch. Das ist, was ich liebe, ist einfach dieses Unterschied, diese unterschiedliche Form, Geschichten zu erzählen. Mike Figgis, ein sehr intellektueller Mensch, ein wunderbarer Mann, aber ein extremer Arthouse und hochintellektueller Film. Und das nach oder vor Die Hard, wo nur geschossen wird, zu drehen. Und dann mit Götz Spielmann in Österreich an dieser unterschiedliche Weg, Geschichten zu erzählen, mit großer Qualität, also das will ich jetzt gar nicht werten, ist für mich ein großes Geschenk, dass ich mir das aussuchen kann, dass ich das untersuchen kann. Oder eine Serie wie Homeland, das ist nichts für mich, aber es war gut mal zu machen, ja, da mal zu gucken. Und ich bin überhaupt kein Serientyp, weil ich brauche ein Ende von der Geschichte. Ich bin vielleicht altmodisch, aber ich mag das nicht, wenn es immer weitergeht. Und bin auch selber da süchtig und kann überhaupt keine Serien gucken. Weil ich bin so einfach gestrickt, dass ich das Ende wissen muss. Und das gibt's ja nicht. Also ist das für mich schwierig. Aber trotzdem ist es eine super Erfahrung, mit diesen hochintelligenten Menschen von Homeland, mit diesen Machern zusammenzuarbeiten und eine besondere eigene Art des Geschichten zu erzählen. Und das heißt ja nicht, dass alles meins ist. Ja, man muss ja Dinge dann auch, die vielleicht nicht so dann aufgehen oder für mich nicht funktionieren, dann auch dann einfach lassen. Das geht ja. Und da habe ich das große Glück, dass ich das selber entscheiden kann. Es hat ja nun auch nicht jeder deutsche Schauspieler die Chance, einmal in seinem Leben mit einer Regielegende wie Steven Spielberg zu arbeiten. 2015, im letzten Jahr, haben Sie Bridge of Spies mit ihm gemacht. Ich möchte nur ganz kurz, sehr viele von Ihnen haben den Film wahrscheinlich gesehen, ganz kurz umreißen noch einmal, worin es in diesem Film geht. Der Film ist auch ein historischer Film. Es spielt in den Zeiten des Kalten Kriegs und setzt 1957 in Amerika ein. Tom Hanks spielt hier einen amerikanischen Versicherungsanwalt, der nach Ost-Berlin reist, um dort in schwierige Verhandlungen im Austausch von Spionen zu treten. Die Amerikaner haben einen russischen Spion aufgegriffen, den er, James Donovan heißt dieser Mann, gespielt von Tom Hanks, eben gerade noch davor bewahren konnte, als Verteidiger auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Und nun kommt er also in das eiskalte Ost-Berlin und soll dort verhandeln, dass die Sowjets wiederum, die einen amerikanischen Spion aufgegriffen haben, und die Ostdeutschen, die außerdem noch einen amerikanischen Wirtschaftsstudenten als Geisel genommen haben, dass hier sozusagen ein Austausch stattfindet, zwei Amerikaner gegen einen Russen. Und Sebastian Koch spielt hier einen ostdeutschen Funktionär in dieser Verhandlungsmission namens Vogel. Wie war die Begegnung mit Steven Spielberg und die Arbeit an dieser Rolle speziell? Es gibt ja, wenn man diese Legenden, lebenden Legenden wahrnimmt, meist über die Presse, über die Medien, hat man ein Gefühl dafür. Ich mochte den immer. Also immer über die, was ich gesehen habe von dem, fand ich immer toll. Der hat ruhig und klug dahergeredet, war ein freundlicher, intelligenter Mann. Und wenn man diesen Menschen dann begegnet und es genauso ist, ist es ein Geschenk. Das ist, das ist nicht immer so. Und da habe ich mich riesig gefreut. Und die Art und Weise, wie dieser Mann trotz seiner großen Erfolge nach wie vor arbeitet, ist, und da sind wir wieder bei der Familie von vorhin, der macht, ich glaube, den sechsten Film mit Tom Hanks, der seit 20 Jahren mit Janusz Kaminski, mit dem Kameramann, der Editor, der Schnittmeister ist der gleiche, seit John Williams die Musik. Und das ist immer, ist dieselbe Crew, und der liebt seine Leute und macht mit denen seit Dekaden eigentlich seine Filme. Das heißt, da ist eine Familie da, die sich
kennt, die sich mag und die zusammen viel erlebt hat. Und die Tatsache, dass er auch, ich hatte in Frankreich zu dem Zeitpunkt gedreht und konnte eigentlich gar nicht. Und er hat die Termine festgemacht, was die Amerikaner eigentlich gar nicht gern machen. Und ich wusste, der will, dass ich das spiele. Und das war für mich ein wunderbar, weil ich wusste, er meint mich und nicht irgendjemand, sondern das ging darum, mich in den Film einzubringen. Und was für mich beeindruckend war, klar, man sagt immer Hollywood und Hollywood, was ist Hollywood? Das ist einfach nur ein Name. Und der Unterschied letztlich zu diesen Großproduktionen ist gar nicht so groß in diesem kleinen Raum vor der Kamera. Da stehen dann, was ist, statt 3 Licht-LKWs stehen da halt 30. Und es ist alles gigantischer und der Aufwand ist schon wesentlich größer als in deutschen Filmen. Aber was dann vor der Kamera passiert, dieser kleine Raum, wo eben ein paar Schauspieler, ein Kameramann und ein Regisseur sitzt, da hat er eine etwas Pures sich bewahrt und schafft einen ganz angstfreien, kreativen Raum, wo man ausprobieren kann. Es ist kein Regisseur, der das Licht aufbaut und sagt, du kommst von da und setzt dich da hin und sagst deinen Text, sondern der sagt, mach mal. Und mit den Schauspielern die Szenen erarbeitet und neue Wege geht, was wir vorher schon so angesprochen hatten. Und das hat mich sehr beeindruckt und überrascht auch, dass das in so einem in Hollywood möglich ist. Und das hat einen großen Spaß gemacht. Und natürlich war ich ein bisschen aufgeregt am Anfang und einen großen Respekt. Und das ließ aber relativ schnell nach, weil ich sehr herzlich und liebevoll aufgenommen wurde in diese bereits bestehende Familie. Mich würde noch interessieren, insgesamt, welche Bedeutung, Sie haben ja selber gesagt, Sie haben das große Privileg, Sie sind sehr, sehr gefragt, Sie können auswählen, Sie können Nein sagen, Sie haben viele Möglichkeiten zu sagen, dieser Film interessiert mich, dieser jener nicht. Welche Rolle bei dieser Auswahl für Sie die Regisseure spielen? Ich frage Sie das deshalb, weil ich ein Interview kürzlich geführt habe mit Isabelle Huppert, der französischen Schauspielerin, und die mir zu meinem Erstaunen gesagt hat, dass für sie eigentlich beim Entscheiden über ein Filmprojekt die Rolle an sich, der Stoff, die Handlung gar nicht entscheidend ist. Sie entscheidet, also im Grunde genommen liest sie wahrscheinlich die Drehbücher gar nicht. Für sie ist eigentlich nur wichtig, mit welchem Regisseur arbeitet sie. Der Name des Regisseurs bringt die Entscheidung her. Sie hat natürlich auch mit einigen Filmemachern sehr, sehr lange gearbeitet, wie mit Claude Chabrol zum Beispiel. Ich habe es nicht durchgezählt, aber es waren bestimmt ein Dutzend Filme. Sie haben natürlich auch mit sehr vielen namhaften Regisseuren gearbeitet. Wir haben Steven Spielberg erwähnt, Florian Henkel von Donnersmarck, Lars Kraume ist dabei, von dem wir heute Abend ein Frühwerk sehen. Costa Gavras ist dabei, mit dem Sie den Stellvertreter in einer Adaption von Rolf Hochhuth gedreht haben. Oder auch Hermine Hundgeburt, Nina Große und andere. Ist der Regisseur oder die Regisseurin für Sie auch wichtig oder lassen Sie sich da eigentlich auf jeden ein? Also man sieht nicht so genau, dass es jetzt so eine Kontinuität gibt mit einem bestimmten Regisseur, wie zum Beispiel auch bei Nina Hoss und Christian Petzold oder so. Also ein Regisseur, mit dem Sie jetzt gleich 5, 6 Filme so en suite gemacht hätten. Oder wäre das was Sie sich vorstellen könnten? Ich hatte das mit dem Brilleur damals eine Zeit lang, aber wie gesagt, der Regisseur ist wichtig, also nicht nur der Regisseur, auch der Kameramann, nehmen wir dieses wunderbare Filmmuseum hier, Claudia Dillmann leitet das und sie stellt die Leute ein und sie kreiert die Atmosphäre, die hier herrscht und die ist wunderbar. Das heißt, der Regisseur ist wichtig, engagiert die Crew, der engagiert, der macht die Atmosphäre. Das heißt, es ist ein wichtiger, wenn ich mich von Anfang an mit dem nicht verstehe, dann sollte ich das lassen. Und dann sollte ich das nicht machen. Wie gesagt, ich mische mich gern ein, ich habe sehr gern auch zusammenzuarbeiten. Also, dass man mit Regisseuren, die man auch noch nicht so gut kennt, Wege geht, die, ja, ich sitze dann da und im Vorfeld, am liebsten wochenlang vorher und sagt, da können wir was besser machen und auch gar nicht nur, was meine Rolle angeht, sondern einfach, um diesen Film so gut wie möglich zu machen. Das heißt, ich muss die respektieren und ein bisschen mögen und dann kann es losgehen. Und was ist das Allerwichtigste für Sie, wenn Sie einen
über ein Filmprojekt entscheiden? Was muss sie da ansprechen? Die Figur, die Handlung, das Thema? Ja. Alles. Alles richtig, ja. Aber auch meine Situation, also meine Lebenssituation, möchte ich da rein gerade? Will ich mich 3 Monate mit so etwas auseinandersetzen? Kann ich das gerade? Wofür ist das gut? Stimmt das für mich? Will ich jetzt reiten lernen oder irgendwas? Also das ist das Schöne, ja. Ich mache das wirklich von meiner Situation abhängig, in der ich bin. Und das heißt, es ist eine ganz organische Bewegung da drin. Und mach mal manchmal auch Sachen, die keiner versteht, aber die für mich irgendeinen Grund haben oder eine Bedeutung haben. Das ist schon das Drehbuch ist natürlich das Wichtigste, das ist tatsächlich so, weil das darauf basiert alles. Das sollte jetzt also nicht furchtbar komisch daherkommen, im Sinne von schlecht. Aber für mich muss es einen persönlichen Grund auch immer geben. Und wenn ich den nicht habe, dann mache ich es nicht. Wir haben, glaube ich, leider nicht mehr allzu viel Zeit. Ich möchte unbedingt aber 2 Themen noch berühren. Das eine ist von den beiden Filmen, die momentan aktuell mit Ihnen im Kino zu sehen sind. Gefällt Ihnen persönlich der Film Nebel um August besser? Ich füge hinzu, vor 2 Tagen am Donnerstag ist noch ein französischer Film angelaufen im Namen meiner Tochter, der Fall Kalinka. Und es läuft, ich bin jetzt nicht orientiert in Frankfurt, aber ich glaube hier bestimmt auch noch im Kino eben Kai Wessels Film Nebel im August. In dem Film spielt Sebastian Koch den Euthanasiearzt Dr. Feithausen, nachempfunden dem wahren Valentin Feitelhauser, ein Mann, der also in einer psychiatrischen Klinik unter voller Überzeugung des Euthanasiekonzepts sehr viele behinderte Menschen, vor allem Kinder, aber auch einige Erwachsene, hat verhungern lassen oder umgebracht mit, ermorden lassen mit vergiftetem Hustensaft. Sie haben in sehr vielen Interviews schon zu diesem Film immer wieder hervorgehoben, dass es für Sie sehr wichtig war zu sagen, dass dieser Mann tatsächlich auch eine andere Vorstellung von seiner Arbeit hatte und auch von seinen Vorstellungen überzeugt war. Vielleicht sprechen wir ganz kurz über eine Szene, die mich in diesem Film eigentlich am meisten berührt, wo nämlich der Arzt konfrontiert ist mit dem jungen Ernst Losser, den er dann zum Schluss auch aus dem Wege räumen lässt. Der Ernst Losser, ein jenischer Junge, der im Zentrum dieses Films steht, der als gesunder, ganz normaler, durchschnittlicher Junge in diese psychiatrische Klinik kommt, weil Kinderheime ihn abgewiesen haben, weil er zu aufmüpfig war. Und dieser Junge, der sehr viel Mut hat, der auch versucht, anderen Patienten in diesem Film zu helfen, der konfrontiert also am Ende den Arzt mit sich und sagt ihm auf den Kopf zu, ein Mörder sind Sie, ein ganz schrecklicher Mörder. Und da geht so ein ganz kleines Zucken, glaube ich, durch Ihr Gesicht in dieser Szene. Wie ist es Ihnen in dieser Szene ergangen? Wie hat sich Ihre Figur, wie haben Sie sich da gefühlt? Wir haben vorher schon das kurz angerissen mit diesen Nazi-Flaggen und den Nazi-Ausdrücken, wo ich versucht habe, das rauszunehmen. Das spielt in der Nazi-Zeit und die Euthanasie ist, die Nazis haben, sagen wir andersrum angefangen, Rassenhygiene ist kein nationalsozialistisches Wort. Rassenhygiene entstammt im Ende des 19. Jahrhunderts, aus dem Sozialdarwinismus aufkommt, war ein gesellschaftliches Thema. Wie verbessert man das menschliche Erbgut? Das war ein wohlgelittenes, heiß diskutiertes Thema. Ähnlich wie heute die Pränataldiagnostik. Und die Nazis haben das durch die Gesetze zwischen 33 und 38 zu einem Mordwerkzeug, zu einem Instrument gemacht für ihre Sache. Und das ging nur noch um Rasse und um irgendwelche Menschen, die nicht in ihren Plan passten, aus dem Weg zu räumen. Es ist so einfach zu sagen, es sind die Nazis. Ja, das ist so für uns immer ein Schutz. Das sind die bösen Nazis und was hat das mit uns zu tun? Und mich hat besonders interessiert, wo ist die Verbindung zu heute? Und was wir, wenn man überlegt, dass 90% der Down-Syndrom-Kinder nicht mehr geboren werden, ist das ein anderes System. Aber es ist ein System, wo wir nochmal nachdenken müssen, wo wir genauer dran arbeiten müssen. Alle diese, ich habe 2 Monate mit behinderten Kindern und mit deren Eltern verbracht
Und es war erstaunlich, wie die alle gesagt haben, dass die Ärzte ihnen dringend abgeraten haben, diese Kinder zu bekommen. Also Sätze wie, tun Sie sich das nicht an. Und ich rate Ihnen dringend ab, dürfen in so einem Zusammenhang für mich nicht fallen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ärzte müssen medizinisch Ratschläge geben, das ist absolut wichtig. Die Pränataldiagnostik ist ein wahnsinniger Fortschritt in der Medizin und durchaus wichtig und toll. Aber die ist auch gefährlich, ja, weil man sehr genau bestimmen kann, in welche Richtung das geht und so leicht dann so mal so abtreibt. Meine Einstellung zur Abtreibung hat sich sehr verändert durch den Film. Und ich habe gespürt bei dem Drehbuch, dass das mein, Sie haben vorgefragt, nach wo ist mein Zugang? Und das war mein Zugang, wo ich sage, mein Gott, das ist spannend, das nach heute zu holen. Und das ist auch gelungen. Da ist eine Diskussion gerade im Gange, die wirklich spannend ist. Es gibt, ich war jetzt in Israel, da gab es große Aufschreie, dass ich so rede, wie ich gerade rede. Also wie können Sie es wagen? Aber dann zu sprechen mit den Leuten und zu sagen, ja, das ist passiert in der Nazi-Zeit, das wird auch nicht weggeleugnet, überhaupt nicht. Aber was ist denn heute? Wo ist denn heute unser Zugang zu diesem Thema? Ja, und das ist natürlich, wenn wir uns da hinter den Nazis verstecken, das macht keinen Sinn. Wir müssen gucken, wir sind heute wieder in einem System, das bedenklich ist, das ich gerne hinterfragen wollte durch diesen Film. Jetzt habe ich aber Ihre Frage vergessen. Na, es ging eigentlich um diese eine Szene, eben, wo der kleine Junge so konkret den Mann damit konfrontiert, mit ganz einfachen Worten, was er da eigentlich gemacht hat. Also, was mich so interessiert, diese verrückte Wahrnehmung, wovon ich vorher kurz gesprochen habe, dass der Feithausen sieht sich ja selber nicht als Mörder, er sieht sich als ein Erlöser. Der macht Betten frei für Kinder, die vielleicht noch eine Chance haben. Das ist ein ganz eigenes System, ein verrücktes System, was in sich funktioniert. Und dann kommt ein Kind, eine Kinderseele und sieht das anders, ganz genau und ganz klar. Und er merkt das am Anfang gar nicht. Er spürt nur, da ist eine Kraft, die irgendwie stimmt, da irgendwas ist komisch. Und dann von ihm aus gesehen, und das finde ich das Spannende an dem Film, wird er eigentlich erst zum Mörder in dem Moment, wenn er diesen Ernst Losser auf die Liste setzt. Weil da ist jemand, der dem System gefährlich wird und den bringe ich jetzt um, den schaffe ich beiseite. Und das ist, deswegen ist dieses Gesicht auch, was ich versucht habe, da zu zeigen, dass der plötzlich eine Kälte bekommt und zum Mörder wird. Vor sich selber, weil das würde sich, für sich ist er kein Mörder. Aus dem Rückblick ist er natürlich einer. Aber er hat Menschen erlöst und hat an Euthanasie geglaubt und das war sein Leben. Ich meine, der hat die E-Kost erfunden, das perfideste, was man sich vorstellen kann. Nährwert aus dem Essen entzogen. Die Patienten sind verhungert beim Essen. Und das ist sozusagen humanes Sterben, also eine schreckliche Geschichte. Und er war stolz drauf. Ja, und aber nochmal auf die Frage, da ist der Moment, wo er für sich erst zum Verbrecher wird. Und das ist so absurd und perfide und das fand ich spannend, dass der da erst einen Schreck kriegt. Wir kommen zum Film des heutigen Abends. Wir machen hier mal einen Schnitt, gehen zurück ins Jahr 1999 ich möchte Ihnen jetzt gar nicht erzählen, worum es in dem Film geht, denn dann würden wir Ihnen die Spannung vorwegnehmen. Aber ich würde doch gerne Herrn Koch bitten, uns gleich ein bisschen noch etwas über die besondere Entstehung dieser Figur zu erzählen, auch über seine Arbeit mit Lars Kraume, der ja momentan sehr präsent ist, sowohl im Kino als auch Fernsehen. Es wurde vorhin schon beim Sektempfang kurz daran erinnert, gerade letzten Montag lief ein Fernsehdrama im Fernsehen mit dem Titel Terror, wo hinterher die Fernsehzuschauer sich auch als Schöffen betätigen durften, sagen durften, ob sie in diesem Justizdrama für oder gegen den Angeklagten waren. Und Lars Kraume ist im Kino natürlich sehr gefeiert worden, auch für seinen Film Der Staat gegen Fritz Bauer, der viele Preise, unter anderem den Deutschen Filmpreis, gewonnen hat, wenngleich auch von der Presse und von der Kritik sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Herr Koch, wie haben Sie mit Lars Kraume, ich sage nur so viel, der Marc Balthasar, den Herr Koch hier in diesem Film spielt, ist ein Psychopath, viel mehr will ich gar nicht sagen.
Und ja, vielleicht sehe ich es auch falsch. Wie haben Sie diese Figur mit Herrn Kraume entwickelt? Ich möchte ein bisschen anders anfangen, weil ich möchte kurz erklären, warum ich diesen Film hier zeige gerade. Es gibt Filme, die man macht, die einen großen Spaß gemacht haben, die einen großen künstlerischen Wert haben und dann sich versenden aus irgendeinem Grund. Nicht richtig verliehen werden oder nicht gesendet werden oder zu spät gesendet werden. Diesen Film kennt, glaube ich, fast niemand. Das ist Lars Kraumes zweite Arbeit. Vorher hat er Dunkel gemacht, dann sein Kinoerstling. Und hat hier auch das Buch mitgeschrieben und war sehr, sehr engagiert. Das mochte ich sofort an ihm. Und wir haben uns sofort so, mochten uns sehr. Und es ist ein ganz toller Film entstanden, den ich einfach schätze, der auch Schwächen und klar, aber der für mich ein besonderer Film ist. Und alles, was ich vorher über Verrücktsein erzählt habe, über auch meine Arbeit, habe ich viel über diese Figur. Ich muss alles anfangen, das ist ein Psychopath, wie Sie richtig sagen. Und ich glaube, Sat.1 wollte, mach mal so den Anthony Hopkins aus Schweigen der Lämmer. Ja, so. Und ich sagte, ich will das nicht. Ich will eine eigene Figur erfinden. Hab dem Lars dann auch gesagt, dem Kraume, gesagt, wie siehst du das? Machst du da mit oder nicht? Und dann hatte der Lust da drauf. Und das fand ich natürlich super. Und das ist ein Mann, der in ganz hoch komplizierten philosophischen Texten sich ausdrückt, die man kaum sprechen kann, die, wenn sie zu schnell gesprochen werden, zu lebendig gesprochen werden, nicht verstanden werden können, die, wenn sie aufgesagt werden, mit allem gedanklichen Inhalt langweilig sind. Und ich wollte, wo kommt dieser Text her? Und das war der Schlüssel für die Figur. Wir haben gesucht und geübt und gesprochen und gemacht. Und ich endete irgendwann auf einem Stuhl, das weiß ich noch, und zwar so, die Beine so, und dann haben sie mich an so einen Stuhl gefesselt, sodass ich gerade noch meinen Partner sah. Und dann habe ich diesen Text gesprochen, also völlig verschraubt, in sich komplett verwunden. Und aus diesem Druck, aus dieser Haltung, kam plötzlich dieser Text so, wie das sein sollte. Das heißt, eine Figur war geboren wie eine Schraube, ja? Also die in sich völlig wie ein Gewinde hat. Und alles im Kopf stattfindet. Ich habe dann, das sage ich Ihnen vorher einfach mal, der Kopf ist also nicht gerade, sondern so. Also die ganze Figur spielt so. Was man, wenn man das nicht weiß, nicht sehen wird. Deswegen sage ich es Ihnen jetzt einfach mal. Und das ist hat eine Kraft, wenn man sich darauf konzentriert, wird man plötzlich sehr konzentriert und sehr. Ist ein Gedankenmensch und ein verrückter Mensch, der eine ganz eigene Wahrnehmung hat. Und durch diese Proben mit dem Lars, haben wir das ist ja alles nur innen drin, das sieht man ja nicht wirklich, aber man spürt, mit dem ist irgendwas ganz schräg, ja. Und das ist für mich eine wichtige Arbeit und deswegen freue mich sehr, dass Sie hier sind und sich das mit mir nochmal angucken, weil ich habe es seit auch jetzt 15 Jahren nicht gesehen. Ich hoffe, dass es wirklich gut ist. Vielleicht rede ich auch völlig Müll. Was sicher toll ist, dass die Laura Tonke mitspielt, die ich sehr, sehr schätze, die jetzt eine Zeit lang so weg war von der Bildfläche und jetzt, glaube ich, Preise gewonnen hat und wieder, Gott sei Dank, wieder ganz en vogue ist, eine ganz wunderbare Schauspielerin, eine ganz tolle Frau ist. Und Suse Lothar spielt mit. Also das ist ein toll besetzter Film. Und die Crew auch von Lars stammt alles aus seinem Studium noch. Also der Kameramann, Ton und so sind alles Studienfreunde von ihm. Also eine sehr intensive Arbeit. Ja, noch kurz zum Schluss. Den hat Sat.1 geändert. Weil das ist dann ein sehr freundlicher Schluss, den wir nicht so gewollt haben. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr grausamer Film, der natürlich nicht 20.15 Uhr laufen darf und deswegen verschwand er in der Versenkung. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Wie gesagt, der Anfang ist sehr rauschig, das ist ein Rückblick, so ein bisschen Clockwork Orange und dann geht es aber los, also nicht erschrecken. Das ist ein bisschen mühsam am Anfang und dann hoffentlich nicht mehr. Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich sehr, mit Ihnen den Film zu gucken. Ja,
begrüßen Sie nochmal mit großem Applaus Sebastian Koch. Herzlich willkommen. Und Kirsten Liese. Wow. So ein richtiger Film zur Nacht ist das. Ja, wird gleich, das werden Sie die Möglichkeit haben, Sebastian Koch zu befragen, zu dem Film oder auch zu anderen Filmen. Eine Frage vorab vielleicht noch kurz, Herr Koch. Sie haben den Film jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren zum ersten Mal gesehen. Wir wollen jetzt natürlich alle wissen, welchen Eindrücken Sie ihn jetzt diesmal gesehen haben nach der Distanz. Ich bin sehr begeistert. Das ist ein schwerer Film, aber es ist, wie der gemacht ist, mit was für einer liebevollen Art, mit was für einer Genauigkeit, wenn man den Ton hört, die Schritte von, das ist so fein und ein großes Kino. Es ist halt kein Fernsehfilm, es ist wirklich ein Kinofilm. Und muss ein großes Kompliment nochmal an den Lars Kraume machen, der das mit einer unfassbaren Leidenschaft und großen Kino Power auf die Beine gestellt hat. Laura Tonke ist zum Niederknien und das ist, mich erinnert es immer wieder an die, wenn die Gondeln Trauer tragen, es geht so tief, man hat einfach so, das kriecht so rein. Und es ist sehr, die Kamera ist ganz toll, also ja, ich bin froh, ihn nochmal gesehen zu haben und für mich war es die richtige Wahl, ich hoffe für Sie auch. Er ist ein bisschen harter Tobak und vor allem um 11 schlafen Sie gut. Ja, vorher können Sie noch Fragen stellen. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen, wenn Sie ein Zeichen geben. Ja. Sie hatten zum Anfang des Films mal gesagt, Sat.1 hatte dieses Ende geordert. Es war ein anderes Ende von Ihnen also geplant. Ja, das passt ja. Das ist ja wie eine Werbung, der Schluss. Ja, kann also man das, so sagen, ja. So Rama gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das ist so ein Kompromiss halt an Sat.1 und es wurde aber eh nie so richtig gesendet, hätte man auch lassen können. Natürlich löst es das nochmal in eine Richtung auf, die Lars Kraume nicht verdient hat. Eine andere Bemerkung wäre vielleicht von meiner Seite aus noch, das meiste hat in Berlin und Potsdam gespielt. Berlin speziell Zehlendorf, Villengegend, würde ich mal tippen. Ja, Sie haben recht. Das ist so lange her, aber das ist, muss so sein, ja. Doch, das war in genau. Mhm. Danke. Ja, weitere Fragen nur zu? Ja, wie wäre denn der andere Schluss gewesen, der nicht von Sat.1 geforderte? Ich weiß, wäre so ausgegangen, sie wäre durch die Straßen gelaufen, hätte das besiegt. Also der Kommissar Franke, der hier am Ende nochmal mit dem Feuerzeug zu sehen ist, der wäre eigentlich tot gewesen, der wäre eigentlich erschossen worden, richtig. Wie in einem großen Shakespeare, wo alle halt tot sind am Schloss. Diese Laura Tonke ist die Anne Winter, oder? Ja, und die Mutter, die hat beide Rollen gespielt. Ah ja, und die Mutter. Die sehr ähnlich sehen, wird ja mehrfach erwähnt. Das sind so Sachen, ich meine, der ist schon kompliziert gebaut, der Film. Ich habe jetzt aus dem Rückblick natürlich, weil ich den kenne schon, erst gesehen, wie klug das ist. Und manchmal vielleicht kommt man, ja, es ist beim ersten Mal sehen doch, wie, wie heißt der The Usual Suspects, wo man am Schluss erst alles aufrollt. Es ist schon ein schwieriger Film, ein Film, wo man sich sehr konzentrieren muss, aber alles ist angelegt, wo es nachher hingeht. Also diese Fingerabdrücke mit diesem kleinen Flash, mit diesem Schwarz-Weiß-Flash, wenn sie bei dieser Barbara Lambeck ist, flasht so rein. Und nachher, es ist alles geplant von ihm. Und das ist nur angedeutet und ich finde, ganz beeindruckend gemacht. Wie ging es Ihnen dabei, dass Sie da so einen Psychopathen spielen? Super. Das ist auch nicht so einfach. Also It's ich my denke, job. Es ist psychologisch nicht so einfach, ja? Mich hat das wahnsinnig gereizt, der alles im Kopf hat, der diese ganzen Menschen so in der Hand hat und vom Gefängnis aus das dirigiert und was ist und so philosophisch auch. Ich meine, das ist ja ein Irrer. Und diese Gedanken zu gehen und diese Klarheit zu haben und diese Verschraubt, diese Verwindung und gleichzeitig aus dieser Verwindung so eine Klarheit zu finden, das habe ich da versucht und ja, das ist auch lange her, mein Gott, ich bin ganz jung noch, aber... 37 waren Sie, habe ich mal recherchiert, ne? Echt schon? Aber... Nein, mir macht das Spaß, also so ein Irrsinn
real zu machen. Ich meine, für ihn ist das ja eine ganz eigene Welt. Er hat eine ganz klare Vorstellung, er will durch sie sterben und sie dadurch nicht verlieren und sie also in ihrem Hirn, in ihrer Seele für immer begraben oder anwesend zu sein. Verrückter. Mich würde mal die nochmal zu Mike Fickes, die Zusammenarbeit mit Mike Fickes interessieren, der ja relativ selten nur noch Filme drehen kann. Ein Freund von mir sagte, da müssen bei ihm eigentlich die Schauspieler Geld mitbringen. Ja. Nein, mit Mike Fickes zu arbeiten ist eine Herausforderung, weil er ein alles selber macht. Er hat die Kamera, mit der wir gedreht haben, hat er selber entwickelt und produziert. Er hat den Film produziert, er hat das Licht gesetzt, er hat die Kamera selbst geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat Regie gemacht, er hat die Musik gemacht, er hat die Trompete gespielt und wir waren auch dabei. Nein, es ist ein hochintelligenter Mann, der sehr, sehr spannend ist und ich habe den Film auch erst richtig im Kino verstanden. Ich habe ihn mir vorher auf dem Computer angeguckt und habe von meinem eigenen Film ganz wenig mitgekriegt. Und nachher im Kino, wir waren eingeladen auf dem Festival in Rom, auf dem Filmfestival, und das war eines der besten Kinos, die es in Europa gibt, mit einem Dolby Surround, mit so einem besonderen Tonsystem. Und plötzlich hat das, ist dieser Film aufgegangen und ist ein spannender Film, aber auch sehr, sehr intellektuell und sehr kompliziert. Aber ein toller Mann, also es ist wirklich ein großartiger Mann, ein großartiger Musiker auch. Und I love him. Kurze Frage auch, diese Art von Filmen beleuchtet ja die, sag ich mal, minutiös die Abgründe menschlichen Daseins, ja, und zeigt also in abscheulicher Art und Weise, wozu Menschen unter Umständen fähig sind. Sind solche Filme eigentlich einfach nur spannungsgeladene Unterhaltung oder ist es mehr? Ja, für mich ist es ein ganz eigenes Genre. Also ich habe, wenn die Gondeln Trauer tragen von dem Nicolas Roeg, der mich so beeindruckt hat, nachhaltig so beeindruckt hat durch diese Bilder, durch diesen Zwerg da mit diesem weißen Ecktuch und das ist so, wenn ein Psychothriller so eben nicht durch so Effekte arbeitet, also mit so Schreck und da wahnsinnig lauter Musik und so Zeug, auf solche psychologische Art und Weise in so ein Labyrinth hineinführt, was man nicht so schnell vergisst, finde ich beeindruckend. Dann gucke ich mir das gern an auch. Wenn das nur auf Effekte und Horror und Splatter ist, ist es für mich unerträglich. Das ist, glaube ich, auch der einzige Film in der Richtung, den ich gemacht habe. Aber klar, es ist spannend. So, ja, für mich geht es mehr um das Genre, einfach um dieses, das ist unglaublich, wie man da, was für Bilder da hochkommen. Und das wird sie auch nicht ganz verlassen, glaube ich. Nachhaltig. Ich hatte noch eine Frage, wie ist er denn zu diesen aktuellen Bildern von ihr gekommen im Gefängnis? Er hatte ja Bilder von ihr an der Wand hängen und eigentlich ist er ja im Gefängnis und wird kontrolliert und dass er das so dort aufhängen kann. Na, er war ja ein Star, er hat Bücher geschrieben, die mochten ihn sehr, dann die ganze Gruppe hat ja für ihn gearbeitet, die durften ihn ja besuchen. Ja, er war nicht frei, er war eingesperrt. Er war ein. Er hatte Freiheiten und er hatte die Leute draußen halt und hat das vom Gefängnis aus geplant und durfte ja Besuch empfangen und hat das so. Dieses Geständnis von diesem. Erkannt. Ja, da, den ist das jetzt, war das war ja nicht echt. Das hatte er auch geplant, ja, dass der das sagt. Naja, er hat ihn da auch hineingetrieben, einfach. Er ist ein Magier, einer, der in Seelen kriecht, was ja sehr schön beschrieben ist. Auch, es gibt kameratechnisch da Einstellungen, die sind unfassbar, wirklich. Also ich bin ganz, ganz stolz auch da dabei gewesen zu sein. Wenn sie in dem Interview, in der Verhandlung, wo die Hauptverhandlung da, das sind so viele Zitate auch in diesem Film. Ne? Das ist eine Hitchcock, also wenn sie mit der Axt runtergeht, die Treppe ist eindeutig Hitchcock. Dann, wie die Kamera von ihr zurückfährt, ganz am Schluss ihrer Vernehmung in diesem Gerichtssaal, das ist großartig. Da fährt die Kamera zurück und die Schärfe bleibt immer bei ihr. Und man, es ist wie, man geht in so ein
auf sie zu, Entschuldigung. Man geht in so einen Tunnel rein und das ist ein Riesenaufwand, bis bei so einer langen Szene dann die Schärfe da einzustellen. Und aber das ist Kino und das ist macht großen Spaß, da dabei zu sein. Es gibt ja Regisseure, die zeigen auch gerne mal den Schauspielern und den Kameraleuten vor allen Dingen vorher Szenen, Filme, die inspirieren sollen. Ist das auch hier der Fall gewesen oder ist das überhaupt nicht üblich? Ja, Lars war ja auch sehr in seinen Anfängen und wir haben das natürlich besprochen und diskutiert und ich war über, also diese gegenseitige Begeisterung hat uns einfach getragen und natürlich hat man darüber gesprochen. Und aber was ich auch ganz beeindruckend finde, ist der Schnitt. Ja, das ist, man kann ja einen Film dann nochmal wirklich durch einen Schnitt kaputt machen, indem man vor dem Gedanken schneidet, was Hochbegabte oft machen. Also das war Ironie. Und man kommt als Zuschauer nicht in den Gedanken rein, weil der Schnitt vorher passiert. Und das ist ganz schrecklich. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist sehr, hat auch Zeit einfach. Man kann wirklich in die Frau Winter, Laura Tonke, man kann das alles lesen, man kann diese Menschen lesen und das braucht Zeit und da braucht es einen guten Cutter dafür, der einfach das Gefühl hat dafür, wann der Gedanke zu Ende gedacht ist, wenn man weiter kann. Das war übrigens der Sohn von dem berühmten Filmkritiker Joe Hambus, der den geschnitten hat. Ach so. Ja. Was ich auch nochmal bemerkenswert finde, Sie hatten das ja vorhin auch gesagt, im Grunde genommen die Relevanz dieser philosophischen, teils sehr poetisch anmutenden Texte. In dem Film wird ja auch an einer Stelle ein Gedichtband gezeigt von Giacomo Leopardi. Und tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit der Biografie dieses Lyrikers beschäftigt, dann ist das ja auch eine ganz, ganz dunkle Figur gewesen. Ein Mann mit einem unglücklichen, einsamen Leben, der viel an Suizid gedacht hat. Todessehnsucht. Ja, ganz starke Todessehnsucht, entsprechend auch Nietzsche beeindruckt hat. Hat dieser Mann noch mehr Bedeutung für den Film, eben auch in dieser etwas so. Die Figur ist darauf aufgebaut. Ja. Das ist nur lange her und ich habe nicht mehr so, hab das nicht wirklich parat mehr. Die Texte sind auch geschrieben in dem Gedankengut, auch von der Tonalität und deswegen waren sie so schwer zu sprechen auch. Und er ist ja auch nur 39 Jahre geworden, der Giacomo Leopardi. Ne? Ja. Definitiv. Ja. Ja. Ja, haben Sie noch Fragen? Also es ist ein hart verdientes Happy End, finde ich. Also nach einer sehr langen Strecke, eben, wo man sehr schwierige Situationen und Szenen hat, finde ich eigentlich diesen Schluss, also gar nicht schlecht. Ich meine, die Rama-Werbung im Schluss. Ja. Ich finde, sie braucht es nicht, weil die Philosophie klar ist. Ja. Ja, und sie auch sich befreit und ja, und er ihn erlöst und aber gleichzeitig ihn auch nicht los wird. Also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich eine Wahnsinnsschleife und das ja, kommt von diesem Philosophen eben. Ja, ich eile. Wie oft kommt es vor, dass ein Film es überhaupt nicht ins Kino schafft oder ins Fernsehen? Also wie oft haben Sie das erlebt? Dass ein Film, wo Sie mitgespielt haben, dann nicht mehr gesendet wurde. Und wie fühlt man sich dann? Nicht gut. Ja. Nicht gut, aber es kommt immer wieder vor. Das ist auch von so vielen unmöglichen Sachen abhängig, ob ein Film erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, der muss gut sein, das ist eins oder noch nicht mal. Nicht unbedingt. Das Wetter muss mitspielen in der ersten Kinowoche heutzutage, weil die Kinos dann andere Filme haben, die nachrücken. Wenn das Wetter, also gut im Sinne von schlecht, also gut für uns ist, wenn es regnet. Und wenn man dann gerade im Mai einen Film rausbringt, wie Black Book zum Beispiel, der extrem erfolgreich jetzt letzte Woche im Fernsehen lief, der lief 3 Wochen in den deutschen Kinos. Das ist ein ganz großartiger Film von Paul Verhoeven. Und da war Mai, die ersten Sonnenstrahlen und alle waren halt draußen und keiner war im Kino. Also das ist von ganz vielen Sachen abhängig. Oder Albatross, ein Film, den ich in England gemacht habe, der
überhaupt nicht gut lief, weiß ich nicht aus welchen Gründen, sich aber auf der DVD und auf dem Markt so verkauft hat, dass er in einem unglaublich hohen Ranking ist und dann einen ganz anderen Weg sich gebahnt hat. Und ich glaube, den Film gibt es gar nicht auf DVD. Ne? Was schade ist, ich finde es einfach künstlerisch eine wirklich tolle Arbeit. Also auch, wie was ich vorhin sagte, so Ton, Regie, Kamera, und wenn die alle zusammenarbeiten, und das ist von einer Genauigkeit, die ist wirklich selten. Findet man nicht so oft. Die ARD hat den übrigens gekauft und vor 3 Jahren dann nochmal ausgestrahlt, irgendwie um 11. Auch das sehr selten. Ja, ja. Und dann wurde es, glaube ich, noch einmal wiederholt, aber das war es dann tatsächlich an Ausstrahlung. Aber daran anknüpfen, bevor ich zu Ihnen komme, gerade eine Frage, wir haben eine Reihe, die heißt, was tut sich im deutschen Film, wo wir immer versuchen, das aktuelle deutsche Filmgeschehen auch zu beleuchten. Verfolgen Sie das und wo sehen Sie im Moment Chancen und Negatives? Also ist das, was überwiegt aus Ihrer Sicht? Oder nehmen Sie es gar nicht mehr wahr eventuell? Ich arbeite relativ viel im Ausland gerade und ich habe jetzt Toni Erdmann neulich gesehen, den halte ich für einen sehr bemerkenswerten Film und einen tollen Film. Und das ist aber relativ, ja, ich bin dann, also Fernsehen sehe ich gar nicht mehr oder ja, wirklich gar nicht mehr und bin nicht mehr so en vogue im deutschsprachigen Raum gerade. Aber das kann sich wieder ändern, wenn man jemand begegnet, wo es dann wieder losgeht. Und das System? Also ist es ganz gut, mal raus zu sein? Also das System hier ist mit den, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, das Förderungssystem hier bedient das wie dieses Gießkannenprinzip. Wir haben unendlich viele deutsche Filme, die nie oder ganz schlecht im Kino laufen. Und ich denke schon, man sollte das mehr fokussieren und auch nicht so, ja, also ich würde, glaube ich, nicht über die Förderung gehen, wenn ich einen Film mache. Ich würde versuchen, das wirklich privat zu finanzieren, dass ich frei bin, dass ich vor allem in der Drehbuchentwicklung frei bin und das machen kann, was ich will. Und Lars Kraume hat hier extrem viel Freiheiten gehabt, weil der Dunkel war ein großer Erfolg damals. Sat.1 hat angefangen, sich ernsthafter für Filme zu interessieren. Das heißt, die haben das auch so ein bisschen, mach mal. Du hast einen Preis gewonnen oder irgendwas. Und wir hatten extrem viel Freiheiten, die zum Schluss, als der Film fertig war, dann wurde es wieder spooky. Weil es war ihm dann doch zu ernst und zu hart. Ja, es passt jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig durch das, was dazwischen noch gesprochen wurde. Ich wollte noch sagen, dass ich auch die Besetzung einfach super fand. Sie haben gerade noch mal erzählt, so mit dem Schnitt und der Kameraführung und so, das war, fand ich auch wirklich beeindruckend, aber ich fand auch einfach die Besetzung auch von den kleinen Rollen einfach echt super. Ja. Also war echt einfach sehr stimmig für mich. Also ja. Auch Leonhard Lansing ist dieser Beerdigungstyp oder so, ja. Super einfach. Ja, auch wenn er vorher den Witz noch macht und dann klappt es zusammen wieder. Also es ist schon auch toll inszeniert. Und wie Frauen also aussehen, genau. Dankeschön. Sie haben sich ja viel mit Politik, Philosophie, Psychologie, Geschichte beschäftigt. Wieso sind Sie eigentlich Schauspieler geworden und haben keinen anderen Beruf ergriffen? Nochmal den Schluss der Frage bin ich verstanden. Wieso sind Sie Schauspieler geworden und sind nicht vielleicht Philosoph geworden? Oder in die Politik? Oder Geschichtswissenschaftler? Das war meine Art, mich auszudrücken. Ich meine, das ist so. Ich glaube, das war, weil ich so eine Familie, bin mit meiner Mutter aufgewachsen, hatte nie so eine richtige Familie und dachte immer, diese Theater, Peimann hatte in Stuttgart dann sehr tolles Theater gemacht in den 70er Jahren und das fand ich, hat mich beeindruckt, das hat mich, dachte ich, das ist was für mich. Und dann war das so auch. Ja, da bin ich, stehe ich noch. Der Beruf hat, wie gesagt, was ich vorhin sagte, wenn man die Kraft hat, Nein zu sagen, hat er eine große Freiheit und ist gleichzeitig sehr, sehr abhängig. Aber wenn man vorher weiß, mit wem man sich einlässt, kann das ganz toll sein. Ich glaube, es sind alle müde auch. Ein schönes Schlusswort eigentlich. Ich möchte, bevor Sie gehen, Ihnen noch ganz kurz etwas mit auf den Weg geben, nämlich eine weitere Veranstaltung mit Sebastian Koch. Sebastian Koch geht im November auf Lesetour.
mit Weihnachten mit Sebastian Koch. Er stellt sein neues Hörbuch vor, das auch auf CD, ich glaube, gerade erschienen ist oder erscheint. Jetzt glaube ich gerade letzte Woche ist das rausgekommen. Ja. Und am 25. November ist er nämlich in Wiesbaden in der Marktkirche um 19 Uhr. Wer von Ihnen also gerne noch ein bisschen mehr Sebastian Koch live erleben möchte, der hat da dann die Möglichkeit. Da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. In Bad Homburg mache ich oft das Literaturfestival, probiere ich oft Sachen aus, die ich mehr arbeite. Also ich habe Traumnovelle mit einem Jazzquartett da präsentiert und das ist so eine wunderbare Möglichkeit, mich auszuprobieren. Und der Bernd Hoffmann, der Leiter dieser Festspiele, hat gesagt, lies doch mal in der Erlöserkirche. Und ich habe dann mir das angeguckt und fand diesen Raum so unfassbar schön und habe das dann gemacht, obwohl ich mit Weihnachten so viel gar nicht am Hut habe. Und das ist so eine schöne Veranstaltung geworden, dass wir ein Hörbuch draus gemacht haben und ich jetzt so eine Kirchentour mache im Dezember. November. Am 25. November ist Herr Koch 19 Uhr in der Marktkirche zu erleben. Wow, das ist toll. Ja. Also, gute Nacht und vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian Koch. Und Kirsten Liese, danke für das Gespräch.